Eika, wir stehen ja schon auf. Oh je, was ist denn jetzt los? Demon, ist ja gut, die Mama kommt schon. Eika, alles okay bei dir? Ach, Hajemine, na der Tag fängt ja gut an. Ich glaube, da müssen wir mit dir zum Tierarzt. Mein Schatz, die Mama ist ja da. Ach du Schreck, du hast ja Fieber, auch das noch. Wolfruhm, kannst du mit Eika bitte zum Tierarzt gehen? Demon hat Fieber, ich müsste mit ihm zum Kinderarzt. Ja, Martina, ich gehe mit Eika zum Tierarzt. Oh, mir ist auf einmal total übel. Oh, was ist das? Oh Gott, ich glaube, ich muss mich übergeben. Martina, weg da, ich muss ganz dringend aufs Klo. Ach nö, das nie auch noch. Oh, ist das eklig. Das glaube ich jetzt nicht, oder? Nicht auch noch, Wolfruhm. Wolfruhm, alles in Ordnung bei dir? Martina, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir haben gestern irgendetwas gegessen, was nicht in Ordnung war. Das glaube ich auch. Was, ihr auch? Oh, ich habe schon gedacht, wir haben etwas Falsches gegessen. Nein, Miriam, mach dir keinen Kopf. Okay, dann weiß ich Bescheid. Also, gute Besserung euch, ne? Ciao. Mensch, ich muss ja die Kinder wecken. Das habe ich völlig vergessen. Das Essen war es definitiv nicht. Miriam und Basti liegen auch flach. Ich fahre trotzdem mit Eika mal zum Tierarzt. Mache das, Wolfruhm. Ich gehe die Kinder wecken. Lena, mein Sonnenschein, stehst du auf? Ja, Mama. Du sag mal, geht es dir gut oder ist dir irgendwie schlecht? Mir geht's gut, warum fragst du? Nur so, gehst du dir bitte die Zähne putzen und ziehst dich an? Okay, Mama. Sarah, meine Prinzessin. Ach, was ist denn los mit dir? Mama, ich hab eingekackert. Sarah, das ist doch nicht so schlimm, das kann schon mal passieren. Oh, hier stinkt's. Ihr. Mir ist so schlecht, das gibt es ja gar nicht. Sarah, zieh das bitte gleich aus. Ich bringe dir etwas Neues. Okay, Mama. Mama, kannst mir meine Schulbrote noch machen? Lena, nimmst du dir bitte von unten ein Americano und eine Banane? Okay, Mama. Und noch was zum Trinken. Mama, ich gehe jetzt in die Schule. Okay, Süße, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Danke, Mama. Gute Besserung, Papa, ich bin jetzt weg. Dankeschön, Prinzessin. Siehst du, Sarah, war doch gar nicht so schlimm, hm? Komm, ich mache dir Tee und Zwieback. Mama, kann ich mit zu Papa aufs Sofa? Ja, Papa soll etwas Platz machen. Dann bringe ich euch mal eine Decke. Mama, und Teddy mitbringen bitte. Ich habe hier die Decke und deinen Teddy, Sarah. Ist es so in Ordnung? Sarah, möchtest du noch etwas? Nein, Mama, alles in Ordnung. Mama, kann ich auch einen Tee haben bitte? Ich bringe dir einen. Sarah, dein Tee, aber aufpassen, der ist noch heiß. Wer könnte das denn jetzt sein? Mathis, schönen guten Tag. Ja, ich komme. So circa 10 Minuten brauche ich. Dankeschön für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Wolfruhm, das war die Schule gewesen. Ich muss Lena abholen. Ihr geht es nicht gut. Ich beeile mich auch. Ich bringe dir noch schnell das Babyfon runter. Alles klar, Martina. Mir geht es auch schon viel besser.
So, hier das Babyfon für dich, Wolfram. Ich bin dann mal weg. Ach, Wolfram, könntest du noch mit Eike rausgehen? Das wäre toll. Dämon, Papa ist schon da. Alles gut. Na komm, Papa nimmt dich mit runter. Oh, Sarah ist ja eingeschlafen. Du, weißt du was, Dämon? Der Papa zieht sich schnell um und dann gehen wir etwas mit der Eike raus. Was hältst du davon? Hm, ist doch eine klasse Idee. Eike, kommst du? Wir wollen raus. Ich gehe dann gleich mit dir zum Tierarzt, aber wir müssen trotzdem raus, Eike. Ich glaube, das war höchste Eisenbahn gewesen. Dämon, du lachst ja. Geht es dir wieder besser? Mama und Lena müssten jetzt auch gleich kommen. Martina ist schon eine ganze Weile weg. Eike, nein, da kommt ein Auto. Oh mein Gott, ich hoffe, ich habe den Hund nicht umgefahren. Eike, was machst denn du? Mensch, Mädchen, das hast du doch noch nie gemacht. Einfach auf die Straße rennen, so kenne ich dich doch gar nicht. Es tut mir wirklich sehr leid, das macht eigentlich unser Hund überhaupt nicht. Es ist auch meine Schuld, ich hätte besser auf die Straße achten müssen. Ich bin nur froh, dass dir nichts passiert ist, Süßer. Du bist ja eine ganz brave. Hund, ich bin nicht der Postbote, ich bin nur der Zeitungsjunge. Okay, knurr mich nicht so an, du kriegst ja schon deine Zeitung. Eike, gib mir die Zeitung, komm her. Bis zum nächsten Mal. Hallo, wir sind wieder da. Hallo Lena, hallo Martina. Kann es sein, dass es euch wieder besser geht? Also mir geht es auf jeden Fall schon besser. Bei Dämon und Sarah weiß ich es nicht so genau. Und wo ist Sarah? Die liegt im Wohnzimmer und schläft. Hallo, kommt ihr denn auch wieder rein? Sarah, die Türe, ich habe keinen Schlüssel dabei. Zu spät, na toll. Ja, sag bloß, du hast keinen Schlüssel mit rausgenommen, Wolfram. Martina, ich wollte nur ganz schnell mit Eike rausgehen. Dann gehst du jetzt bitte zu meinen Eltern und holst den Ersatzschlüssel. Und da ja alle anscheinend wieder gesund sind, gehen wir jetzt zum Bäcker und holen uns was Leckeres zum Essen, Wolfram. Hehe. Och, Menno, das ist so gemein. Sarah, jetzt komm. Ich komm doch schon, Lena. Lena, wollen wir noch auf den Spielplatz gehen? Nein, Mama wartet doch zu Hause mit dem Essen. Och, Menno. Sarah, irgendwas ist hier passiert. Hoffentlich nichts Schlimmes. Gut, dass Sie endlich da sind. Kommen Sie bitte schnell. Wollen wir mal schauen gehen? Oh ja, lass uns mal schauen gehen. Oh, man kann gar nichts sehen. Hier entlang, bitte. Martina, bei der Post drüben, da muss irgendetwas passiert sein. Da ist Krankenwagen und Polizei da. Ich habe die Sirenen schon gehört. Du Schatz, dein Kaffee ist schon fertig. Kannst du bitte noch den Tisch decken? Das duftet aber lecker, Martina. Ich weiß, ist dir auch dein Lieblingsessen. Kann ich dir etwas helfen? Ja, du solltest doch den Tisch decken. Ach, das habe ich gar nicht gehört. Entschuldige bitte, das mache ich gleich sofort. Sarah und Lena müssten schon längst da sein. Wo bleiben die denn? Die werden bestimmt schauen, was bei dem Unfall passiert ist. Die kommen bestimmt gleich. Wir sind hallo wieder Mama, da. Hallo Papa, wir sind wieder zu Hause. Na endlich, ich warte schon auf euch. Und wie war's in der Schule? Bei mir ging war's schön. Das freut mich. Dämon, warte, ich helfe dir. Stopp mal. Die Schulranzen kommen bitte aufs Zimmer und ihr geht bitte noch Hände waschen. Okay, Mama. Ich will nicht morgen in die Schule, wir schreiben da so eine Deutscharbeit. Schule ist doof. Teddy, kannst du morgen nicht mit in die Schule? Dann ärgert mich der Junge bestimmt nicht mehr. Welcher Junge? Ich weiß nicht, wie der heißt. Der ist aber nicht aus meiner Klasse. Komm, Sarah, lass uns Hände waschen gehen. Ich will morgen nicht in die Schule. Wir müssen uns irgendetwas einfallen lassen, Lena. Und was, Sarah? Wir tun so, als wären wir krank. Super Idee, Sarah. Dann lasst es euch schmecken. Guten Appetit. Guten Appetit. Lena, was ist denn los mit dir? Gar keinen Hunger? Mama, mir tut der Bauch ganz dolle weh. Hast du vielleicht etwas Schlechtes gegessen, Lena? Weiß ich nicht. Dann ist es vielleicht besser, wenn du dann nach dem Essen gleich ins Bett gehst, Lena. Ja, Papa, ist viel besser. Ich muss aber noch Hausaufgaben machen. Hoffen wir mal, dass Lena sich keine Magen-Darm-Grippe eingefangen hat.
Hoffentlich. Du, ich bringe Damien ins Bett und die Kinder müssen auch noch baden. Okay, mach mal. Ich räume dann später den Tisch ab. Schlafe gut, Damien. Bis später. Ich werde für Mama ein schönes Bild malen. Was denn? Lena, hast du eine Idee, was ich für Mama malen könnte? Oh, Sarah, ich muss Hausaufgaben machen. Nerv nicht. Schon gut, Lena. Ich habe schon eine Idee. Da muss auch noch etwas braun ausgemalt werden. Fertig. Das ist das schönste Bild, was ich bisher gemalt habe. Bin fertig mit Mathe. Oh nee, nicht diese Deutschaufgaben. Die sind immer so schwierig. Lena, ich gebe das Bild jetzt der Mama. Soll ich dir sagen, dass es dir nicht gut geht? Okay, Sarah, ist eine super Idee. Mache ich, Lena. Du musst dich aber ins Bett legen, sonst glaubt das Mama nicht, dass du krank bist. Mama, schau mal, ich habe dir hier ein Bild gemalt. Ich hoffe, es gefällt dir. Dann zeig doch mal her, Sarah. Deine Bilder gefallen mir immer. Ich lasse gerade Badewasser für euch ein. Hier, Mama, schau mal, das ist das Haus, in dem wir wohnen. Und das hast du ganz alleine gemalt? Das ist ja super schön. Was hältst du davon, wenn wir dieses schöne Bild beim Treppenaufgang hinhängen? Oh ja, Mama. Ach, was ich noch sagen wollte. Lena geht es gar nicht gut, die liegt im Bett. Och, meine kleine Prinzessin, was ist denn los? Mama, mir tut der Kopf und der Bauch weh. Dann koche ich dir einen Tee und hol dir eine Tablette und du ziehst in der Zwischenzeit deinen Schlafanzug an? Ja, Mama, das mache ich. Sarah, gehst du bitte schon in die Badewanne? Ich komme gleich zu dir, okay? Ja, Mama. Wolfram, schau mal, das hat Sarah gemalt. Du hast doch immer noch nicht den Tisch abgeräumt. Ach, Lena, geht's gar nicht gut. Ich koche erst einmal einen Tee. Ich habe noch Salat gegessen. Ich räume ihn gleich ab. Du kannst aber gut schwimmen, mein kleiner Fisch. Sarah, ich möchte dir die Haare waschen. Mit meinem Lieblingsshampoo? Mhm. Mama, musst du morgen mit der Lena zum Onkel Doktor? Ich glaube schon. Kommt darauf an, wie es ihr morgen früh geht. Mama, kann ich da mitkommen? Nein, Sarah, das geht doch nicht. Du musst doch in die Schule. Ach, schade. Lena, dein Tee ist fertig. Schau doch mal. Welcher ist das? Das ist der Tee gegen die Bauchschmerzen. Ih, der schmeckt ja gar nicht. Aber er hilft, Lena. Dann versuche etwas zu schlafen und morgen früh gehen wir zum Arzt. Nein, Mama, ich gehe morgen trotzdem in die Schule. Mir geht's bestimmt morgen wieder gut. Wie du meinst, Lena. Ich räume mal deine Deutschhausaufgaben wieder in den Schulranzen. Ja, Mama, danke. Lena, trink deinen Tee noch schön aus. Ich wünsche dir eine gute Bettruhe. Und sollte irgendetwas sein, wir sind ja gleich nebenan. Schlaf schön, ich hab dich lieb. Ich dich auch, Mama. Sarah, meine Perlentaucherin, kommst du raus aus der Wanne? Das Wasser ist doch bestimmt schon eisig kalt. Mama, noch 5 Minuten, okay? Sarah, raus. Guck mal, du bist schon ganz schrumpelig. Okay, kann ich dann morgen nochmal in die Badewanne? Wir schauen mal, Sarah. Noch schnell den Schlafanzug anziehen, dann darfst du in deinem Zimmer noch etwas spielen. Mama, ich möchte mir lieber noch einen Trickfilm unten anschauen. Bitte. Ja, okay, ausnahmsweise, aber nur weil es Lena heute nicht so gut geht. Schlaf gut, mein Sonnenschein. Bis morgen. Hab dich lieb. Ich dich auch, Mama. Lena schläft schon und den Tee hat sie auch ausgetrunken. Dann nehme ich die Tasse mit runter. Sarah. Was ist denn los, Lena? Mama und Papa schlafen bestimmt schon. Lena, mir fällt da gerade was ein. Warte mal. Was machst denn du da? Das habe ich auf YouTube gesehen. Da haben sich welche mit einem roten Stift Punkte ins Gesicht gemalt. Und dann waren die krank und mussten nicht in die Schule. Oh cool, mach mal bei mir. Wir müssen ganz viele Punkte machen. Und auf die Arme müssen auch noch welche drauf. Wieso? Damit es echt aussieht. Du schaust ja lustig aus. Und jetzt malst du mir rote Punkte ins Gesicht. Okay. Du schaust ja komisch aus. Lass uns wieder ins Bett gehen. Ich bin ganz doll müde. Wie spät ist es eigentlich? 5:45.
Da werde ich mal nachschauen gehen, wie es Lena geht. Ach du Schreck, was ist das denn? Das sind doch nicht etwa... Und nein. Oh nein, Sarah hat ja auch die Masern. Wolfram, Sarah und Lena haben Masern. Ach du Schreck, dann gehe ich mit den Kindern zum Arzt. Geh du ruhig ins Nagelstudio. Oh danke dir, das ist ja lieb. Lena, wie geht es dir denn? Mama, mir geht's nicht gut. Das glaube ich dir, dass es dir nicht gut geht. Mir juckt's überall. Leg dich ruhig nochmal hin. Papa geht mit euch später zum Arzt, aber der hat noch nicht auf. Mama, ich bin auch krank. Ich muss auch mit Papa und Lena zum Onkel Doktor. Sarah, leg dich wieder hin. Ich gehe mal runter und hole das Fieberthermometer. Mama, ich glaube nicht, dass ich Fieber habe. Sicherheitshalber messen wir bei dir trotzdem Fieber, Sarah. Mhm, die Masern also. Na, wartet. Dann bringe ich auch gleich noch den selbstgemachten Saft von Oma mit. Der hilft ganz bestimmt. Wolfram, die Kinder sind gar nicht krank. Die haben sich rote Punkte ins Gesicht gemalt. Ich glaube, die wollen bloß nicht in die Schule. Martina, was hast denn du mit dem Saft von deiner Mama vor? Der ist für die Kinder. Ich habe gleich noch die Medizin von Oma mitgebracht. Dann nimmt jeder von euch hier eine Kelle und dann ist er gleich wieder gesund. Mama, ich muss jetzt nicht wirklich die ganze Kelle da trinken. Lena, du wirst doch wieder gesund werden, oder nicht? Ja, schon, aber... Bläh, ist das eklig. Dir müsste es in wenigen Minuten schon viel besser gehen, Lena. Sarah, jetzt du. Mama, mir geht es schon viel, viel besser. Ich fühle mich gar nicht mehr krank. Du musst die Medizin auch nehmen. Was ist denn, wenn du dich bei Lena angesteckt hast? Die ist aber so eklig. Aber sie hilft, Sarah. So, ihr geht euch jetzt bitte die roten Punkte aus dem Gesicht waschen. Und in 10 Minuten seid ihr unten in der Küche. Ich mache euch dabei die Pausenbrote fertig. Toller Plan, Sarah. Hat ja super funktioniert. Und was wäre dein Plan gewesen? Du hattest nämlich gar keinen gehabt. Das nächste Mal verstecken wir vorher die Medizin. Oh ja, das machen wir. Dann müssen wir die nicht mehr trinken. Die ist so bäh. Sarah, du hast hier noch einen roten Punkt. Ich fand, meine Idee war trotzdem gut. Lass uns umziehen, Lena, sonst kommen wir noch zu spät zur Schule. Okay, lass uns in die Schule gehen. Die Medizin scheint ja gewirkt zu haben. Hier eure Pausenbrote und viel Spaß in der Schule. Tschüss, bis heute Nachmittag. Tschüss, Mama. Oh Mann. Auf was für Ideen die Kinder heutzutage... Hallo, mein Schatz, ich bin wieder zu Hause. Frieda, bist du da? Komisch, ihre Tasche ist da und das Auto ist auch da. Nanu, seit wann schläft denn Frieda mittags? Das hat sie doch noch nie getan. Dann werde ich sie mal weiter schlafen lassen. Hm. Oh je, Frieda ist ja kochend heiß. Und kalten Schweiß hat sie auch auf der Stirn. Da steht ja noch ein Eimer neben dem Sofa. Oh je, ich glaube, meine Frieda ist krank. Hallo Cäsar, mein Guter. Und, hast du gut auf Frieda aufgepasst? Oh mein Gott, Frieda, was ist denn bei dir los? Ich rufe einen Krankenwagen, warte kurz. Kein Krankenwagen, ich will nicht ins Krankenhaus. Das ist bloß eine Magenverstimmung, das geht bestimmt gleich wieder vorbei. Okay, wie du willst. Ich koche dir einen Tee, du musst viel trinken. Das ist lieb von dir, Dieter. Irgendwo müsste noch Magentee sein. Frieda, dein Tee ist fertig. Das ist lieb von dir, Dieter. Mir geht es auch gleich schon viel besser. Vorsichtig, der ist heiß. Das freut mich, dass es dir besser geht. Au. Ah, aua. Frieda, hast du etwa Schmerzen? Das sind nur Magenkrämpfe. Aua, die gehen gleich wieder weg. Ich weiß nicht, Frieda. Wollen wir nicht doch lieber ins Krankenhaus fahren? Wenn es mir bis morgen nicht besser geht, dann fahren wir ins Krankenhaus. Versprochen. Aua, aua, mein Bauch tut so weh. Frieda, wie geht es dir denn? Mir geht es überhaupt nicht gut. Mir ist total... Oh, boah, ist das eklig. Es reicht. Ich fahre dich jetzt ins Krankenhaus. Da kannst du machen, was du willst und ich möchte nichts mehr hören, okay? Okay, vielleicht ist es ja wirklich besser.
Das ist definitiv keine Magenverstimmung. Ich habe dir deinen Mantel mitgebracht. Ich fahre dich jetzt in die Klinik, okay? Okay. Dieter, mir ist total kalt. Ich friere ganz arg. Du hast sehr hohes Fieber. Da ist es kein Wunder, dass dir kalt ist. Warte, ich brauche noch meine Handtasche. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was kann ich denn für Sie tun? Ja, es geht um meine Frieda. Das ist meine Lebensgefährtin. Sie hat seit gestern Abend hohes Fieber, starkes Erbrechen und sie klagt über Bauchkrämpfe. Nehmen Sie doch bitte kurz Platz. Es kommt gleich ein Arzt zu Ihnen. Alles okay? Nein, es wird immer schlimmer. Aua. Ich halte es kaum noch aus vor Schmerzen. Wo bleibt denn der Arzt? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich gehe mal schauen, wo er ist. Entschuldigung, ist hier jemand? Hallo? Hallo, wir bräuchten ganz dringend mal einen Arzt. Es tut mir leid, aber Sie müssen noch etwas warten. Es kommt gleich ein Arzt. Meiner Freundin geht es aber immer schlechter. Wir können nicht mehr warten. Es tut mir wirklich leid. Ich kann Ihnen wirklich nicht helfen. Sie müssen schon auf einen Arzt warten. Ich bin nur Krankenschwester. Das darf doch wohl alles nicht wahr sein. Oh mein Gott, Frieda! Frieda, geht es dir gut? Frieda, was ist denn los mit dir? Jetzt tun Sie doch endlich was. Sehen Sie denn nicht, dass es meiner Freundin schlecht geht? Oh je, das sieht nicht gut aus. Darf ich mal bitte? Wir brauchen hier drüben ganz dringend einen Arzt. Aua, das tut weh, wenn Sie da hindrücken. Seit wann haben Sie denn diese Symptome? Seit circa 2 Tagen. Sie hätten viel eher schon ins Krankenhaus kommen sollen. Sie haben einen Blinddarmdurchbruch. Wir müssen Sie sofort operieren. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Frau Matte, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Sie sind bei mir in den besten Händen. Und, ist es etwas Schlimmes? Ach, Dieter, die wollen mich operieren. Stell dir das mal vor. Was hat sie denn? Das darf ich Ihnen leider nicht sagen. Sie wissen doch, ärztliche Schweigepflicht. Meine Güte, was dauert denn da so lange? Seit 3 Stunden ist mein Engel nun schon im OP. Jetzt fange ich wirklich an, mir Sorgen zu machen. Was ist, wenn Komplikationen eingetreten sind oder noch viel schlimmer? Ach Gott, mein armer Engel, der. Na Gott sei Dank bin ich mit ihr ins Krankenhaus gefahren. Was wäre passiert, wenn nicht? Oh Gott, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Oh, da kommt jemand. Das könnte meine Frieda sein. Zum Glück geht es dir gut, mein Engel. Jetzt werd erst mal richtig wach. Es tut mir leid, Sie müssen unten warten. Sobald sie aufgewacht ist, sag ich Ihnen Bescheid. Ah, Sie sind aufgewacht. Das ist ja gut. Wie geht es Ihnen denn? Eigentlich ganz gut. Es zieht halt ein wenig. Das ist normal, Frau Mattes. Ich bringe Sie jetzt auf Station. Herr Schnell, die Frau Mattes ist aufgewacht. Sie dürfen gerne zu ihr, wenn Sie möchten. Zimmer 102 auf der 1. Etage. Oh, vielen Dank. Frieda, Frieda, ich bin es, dein Dieterlein. Ha, Dieter. Und wie sehe ich aus? Bin ich entstellt? Du bist am Blinddarm operiert worden, nicht im Gesicht. Du bist so hübsch wie immer. Da bin ich ja beruhigt. Wo bin ich hier eigentlich? Frieda, du bist immer noch im Krankenhaus. Ich glaube, die Narkose wirkt noch etwas. Frieda, hast du Appetit? Ich könnte uns doch die Pasta mediterran kochen, wenn du möchtest. Ich habe das Rezept auf dem Küchentisch gefunden. Und dazu gibt es alkoholfreien Rotwein, Wie sieht es aus? Das machen wir, Dieter. Soll ich dir helfen? Du bleibst schön sitzen und schonst dich, meine Liebste. Tschüss, ihr beiden. Viel Spaß in der Schule. Tschüss, Mama. Hast du dir gestern auch den Film angeschaut? Welchen Film meinst du, Lena? Ja, den mit die Schlümpfe. Sarah, alles okay bei dir? Mir tut der Bauch ganz doll weh und mir ist ganz arg schlecht.
Sarah, dann ist es besser, wenn du nach Hause gehst. Ja, Sarah, geh lieber nach Hause. Ich weiß nicht, nicht, dass ich noch Ärger bekomme. Ich sag der Frau Dick Bescheid. Ich geh erst mal rein. Guten Morgen, liebe Kinder. Guten Morgen, Frau Bratka. Nanu, Mo, weißt du zufälligerweise, wo der Niklas ist? Den Niklas habe ich heute noch nicht gesehen. Dann fangen wir mit Deutsch an. Greta, kommst du bitte vor und schreibst uns den Buchstaben A an die Tafel? Frau Bratka, entschuldigen Sie bitte. Die Eltern von Niklas haben angerufen. Sie lassen ihn entschuldigen, er hat wohl Magen-Darm-Grippe. Sie haben ihn die ganze Woche krank schreiben lassen. Das heißt, er kommt erst nächste Woche wieder zum Unterricht. Sarah, ist bei dir alles in Ordnung? Greta, ich habe ganz tolle Bauchschmerzen und mir ist ganz doll schlecht. Mo, du schreibst uns bitte den Buchstaben B an die Tafel. Sarah, Greta, seid bitte leise im Unterricht. Ja, Frau Bratka. Und so schaut der Buchstabe B in Druckschrift aus. Frau Bratka. Ja, Sarah, was gibt es denn? Der Sarah ist ganz doll schlecht, hat sie gesagt. Frau Bratka, mir tut ganz doll der Bauch weh und mir ist ganz doll schlecht. Oh oh, ich glaube, ich muss mich übergeben. Ach, Hajemini, auch das noch. Das ist so eklig. Oje, Sarah, das sieht ja gar nicht gut aus. Wir rufen bei dir zu Hause an, dann kommt dich bestimmt jemand abholen. Ja, Frau Bratka. Oh nein, nicht schon wieder. Ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Na dann schnell, Sarah. Mir tut ganz doll der Bauch weh. Ich will nach Hause. Entschuldigung, Frau Dick? Ja, Frau Bratka, was gibt es denn? Frau Dick, könnten Sie bitte die Eltern von Sarah anrufen? Die möchte abgeholt werden. Sie hat sich gerade übergeben. Oh nein, nicht schon wieder Magen-Darm-Virus. Dann rufe ich gleich die Eltern an. Ja, wunderschönen guten Tag, Frau Mattes, Plemus City Grundschule. Frau Dick am Apparat, Sie möchten bitte Ihre Tochter von der Schule abholen. Sie hat sich übergeben und hat Bauchschmerzen. Mhm, ja. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ich mache mich sofort auf den Weg. Ja, in circa 10 Minuten bin ich da. Wolfram, ich fahre schnell zur Schule. Ich muss Sarah abholen, die hat sich wohl übergeben. Oje, na hoffentlich ist das nichts Ernstes. Ich deck dabei schon mal den Tisch fürs Mittagessen. Sarah, schau mal, ich habe dir hier die 2 Stühle zusammengestellt, da kannst du dich drauflegen. Deine Mama ist auch gleich da. Geht es dir denn schon etwas besser? Hab immer noch Bauchweh. Muss ich jetzt ins Krankenhaus? Ich glaube nicht, Sarah. Zum Glück. Langsam dehnen, sonst fällst du noch hin. Schönen guten Tag, Frau Dick. Danke, dass Sie angerufen haben. Ah, Frau Mattes, gut, dass Sie gleich gekommen sind. Sarah, mein Schatz, was hast du denn? Mama, ich habe Bauchweh und ich habe mich übergeben. Mama und ich habe ganz dünn AA. So wie es aussieht, geht der Magen-Darm-Virus wieder rum. Die Eltern von Niklas haben ihr Kind auch schon entschuldigen lassen. Ja, sieht ganz danach aus. Sarah, komm, wir fahren erst mal nach Hause. Okay, Mama. Demen, warte mal bitte, nicht so schnell. Sarah, lege dich doch aufs Sofa, ich mache dir einen Tee fertig. Demen, höre mal auf, ich habe Bauchweh. Mama, mir ist schon wieder so dolle schlecht. Bringe mir ganz schnell einen Eimer. Mama, war doch nur ein Fehlalarm. Ich stelle den Eimer trotzdem vorsichtshalber hier unten hin. Und dein Tee ist auch gleich fertig. Okay, Mama, darf ich direkt für mich schauen? Später, Sarah, ich glaube, dein Teewasser ist fertig. Dann werde ich, sobald Lena da ist, mit Sarah zum Arzt fahren. Hier, dein Tee, aber passe bitte auf, der ist noch ganz arg heiß. Ist das wieder der eklige Tee? Nein, das ist Fencheltee, den trinkst du doch gerne. Sobald Lena da ist, fahren wir beide zum Kinderarzt. Ich bin wieder da. Sarah, du hast deinen Schulranzen in der Schule vergessen. Ich habe ihn dir mitgebracht. Hallo Mama, ich habe ganz tolle Bauchweh. Mir ist so übel. Oje, du auch noch? Na, dann fährst du gleich mit zum Kinderarzt. Au, ich habe ganz tolle Bauchweh. Ich muss aufs Klo.
Na toll, dann ist es ja nur eine Frage der Zeit, wann es bei uns losgeht. Oh nein, nicht bei mir auch noch. Ich kann das jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Na toll, das geht ja schneller, als ich dachte. Oh nein, dann halt ins Waschbecken. Sarah, brauchst du Hilfe? Bei dir hört es ja gar nicht mehr auf. Du, warte mal, ich geh mal runter zu Mama. Sarah, ich habe dir hier einen Eimer hingestellt. Geht es dir schon etwas besser? Ja, Mama, und der Bauch tut auch nicht mehr so weh. Ich bringe dir dann gleich noch ein Wärmekissen. Lena, auch dir stelle ich noch einen Eimer neben das Bett. Okay, Mama, weiß ich Bescheid. Möchtest du etwas Zwieback essen? Mama, hab keinen Hunger. Okay, versuch etwas zu schlafen. Wolfram, wie geht es dir? Ja, den Umständen entsprechend, Martina. Ich frag mich echt, wo wir das herhaben. Das haben die Kinder bestimmt aus der Schule mitgebracht. Du, ich stell dir hier mal einen Eimer hin. Ich mach für die Kinder noch die Kirschkernkissen fertig. Möchtest du auch eines? Mhm, wenn du so lieb bist, gerne. Na, zum Glück hat es mich nicht erwischt. Das ist Demen, der weint. Demen, nicht weinen. Die Mama kommt schon. Oh nein, jetzt geht es bei mir auch los. Ach Demen, jetzt hat es uns doch noch alle erwischt. Ich rufe den Bereitschaftsdienst an, dass er mal einer vorbeikommt. Schönen guten Abend, Mathis im Apparat. Wir bräuchten ganz dringend mal einen Arzt bei uns. Wir haben, glaube ich, alle Magen-Darm-Grippe. Siehst du, Demen? Der Arzt oder die Ärztin kommt gleich vorbei. Und dann geht es uns gleich wieder besser. Mama? Mama? Papa, hast du die Mama gesehen? Papa schläft tief und fest. Mama ist bestimmt unten. Mama? Sarah, was machst denn du hier? Warum schläfst du denn nicht? Mama, ich habe so dolle Bauchweh. Ich kann einfach nicht schlafen. Na dann komm her, dann legst du dich etwas hier auf das Sofa. Okay, Mama. Versuch etwas zu schlafen. Der Arzt müsste auch jeden Augenblick kommen. Mama? Ja? Muss ich denn dann morgen wieder in die Schule? Nein, Sarah, so kannst du doch nicht in die Schule gehen. Das wird der Bereitschaftsdienst sein. Ich komme. Schönen guten Abend, Frau Doktor. Schön, dass Sie gekommen sind. Kommen Sie doch bitte rein. Frau Doktor, ich glaube, wir haben alle die Magen-Darm-Grippe. Erbrechen und Durchfall? Ja, genau. Frau Mattes, haben Sie schon mal die Temperatur gemessen? Ja, Fieber haben Sie aber keines. Hallo Sarah, ich werde als erstes mal deinen Bauch abtasten. Das kitzelt. Also der Bauch ist schön weich. Habt ihr vielleicht irgendetwas gegessen, was nicht gut war? Mama hat gesagt nein, aber Niklas, der bei mir in der Klasse geht, der hat auch Magen-Darm, hat die Lehrerin gesagt. Und der war heute auch nicht in der Schule. Das ist ja sehr interessant. In welche Klasse gehst denn du, Sarah? In die erste. Und macht Schule Spaß? Nicht wirklich. Die anderen haben die gleichen Symptome? So wie es sich zeigt, ist das wirklich nur ein Magen-Darm-Virus. Ich verschreibe Ihnen etwas gegen Durchfall und gegen Übelkeit. Die Kinder sollten viel trinken. Vielen Dank, Frau Doktor, und nochmals danke, dass Sie vorbeigekommen sind. In 3 Tagen sollte es Ihnen besser gehen. Falls nicht, kommen Sie bitte unbedingt in die Praxis. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Brauchen Sie eine Krankschreibung, Frau Mattes? Das wäre lieb. Ich würde Sie mir morgen abholen kommen. Auf Wiedersehen und schönen Abend noch. Ja, danke, Ihnen auch. Wolfram, was gibt es denn? Und, was hat die Ärztin gesagt? Ja, wie ich schon vermutet habe, Magen-Darm. Die Kinder bleiben diese Woche definitiv erst einmal zu Hause. Ich fahre morgen früh gleich in die Apotheke und hole die Sachen, die sie uns verschrieben hat. Oh, das ist gut, Martina. Du sag mal, könntest du mir noch einen Tee kochen, bitte? Aber na klar doch. Na, das wird ja wieder eine tolle Nacht. Ja.
Wolfram hat mal wieder die ganze Nacht nur geschnarcht. Naja, auf jeden Fall. Werde ich den Tag heute ruhig angehen. Guten Morgen, Demon. Hast du mit Teddy gesprochen? Jetzt befreien wir dich erst einmal von der Windel und dann macht die Mama dir die Flasche fertig. Die Mama legt dich noch mal kurz in die Stubenwiege. Guten Morgen, Eika. Einen kleinen Moment dauert es aber noch, mein Schatz. Deine Flasche ist gleich fertig, Demon. Das sieht ja voll nach Regen aus. Da wird das wohl heute nichts am Nachmittag mit unserem Spaziergang im Park. Na endlich. Mama kommt ja schon, Demon. Dann lass es dir schmecken. Super. Na dann schlaf noch eine Runde. So, hier noch dein Duzzi. Ach, Wäsche muss ich ja heute auch noch waschen. Oh je, wir haben ja gar kein Waschmittel mehr da. Na, da kann Wolfram heute gleich mal einkaufen gehen. Ich werde das von gestern noch einmal anziehen. Wolfram, was gibt es denn? Martina, mir geht's überhaupt nicht gut. Ich glaube, ich bin total krank. Martina, ich glaube, ich muss ins Krankenhaus. So schlimm, mein Schatz. Oh je, dann leg dich ganz schnell wieder hin und ich mach dir schnell noch einen Tee. Oh ja, Martina, wenn du das machen könntest, das wäre echt super. Mein Schatz, das mache ich doch gerne für dich. Du bist echt die Beste, Martina. Ich glaube nicht, dass du ins Krankenhaus musst, Wolfram. Ich mache dir jetzt erst einmal deinen Tee. Dieser Bronchial-Hustentee ist genau das Richtige für Wolfram. Er schmeckt zwar nicht besonders, aber er hilft wenigstens. So, hier ist dein Tee. Vorsichtig, der ist noch heiß. Martina, was ist denn das für ein Tee? Das ist ein Bronchial-Hustentee, mein Schatz. Bla, und den soll ich jetzt wirklich trinken? Ja, natürlich. Von Oberärztin Martina persönlich angeordnet. Ja, wenn das so ist, dann muss ich wohl oder übel den Tee trinken. Ach, hätte ich jetzt ganz vergessen, hier sind noch Taschentücher für dich. Dankeschön, mein Schatz. Du, Wolfram, ich werde jetzt mit Eika und Demen noch Runde spazieren gehen. Schaffst du das in der Zeit alleine? Oder muss ich mir da Sorgen machen? Was, wie, du wirst mich jetzt hier wirklich alleine lassen? Was ist, wenn ich einen Herzinfarkt kriege? Wolfram, du hast eine Grippe. Es wird nicht lange dauern, Wolfram, ich beeile mich, versprochen. Hi Miriam, was gibt's denn? Mit dir shoppen gehen? Ach, sehr gerne, aber Wolfram ist total krank. Ja, und Demon möchte ich nicht unbedingt mitnehmen. Nee, das wird mir zu anstrengend. Ein andermal vielleicht, okay? Also dann, ciao. Ach, schade, ich wäre sehr gern mit Miriam shoppen gegangen. Naja. Ja, Eiger, wir gehen ja schon. Na komm. Eika, kommst du bitte?
Na komm, Eika, geh mal wieder nach Hause. Wolfram, ich bin wieder da. Oh, zum Glück, bei mir wird's immer schlimmer. Aua, oh, mein Kopf tut so dermaßen weh. Oh. Und mein Schatz, wie geht es dir? Oh, Martina, frag nie, ich glaube, ich muss wirklich ins Krankenhaus. Mir geht's überhaupt nie gut. Martina, könntest du so freundlich sein und mir was zum Trinken bringen? Ich habe einen ganz trockenen Mund. Natürlich doch, mein Schatz, und ich bring dir gleich ein Ibuprofen mit. Ach, ich setz noch schnell den Schweinebraten auf, sonst wird er nicht fertig. Martina, wo bleibt mein Wasser? Kommt sofort, mein Schatz. Kleinen Moment, bitte. Oh, krank sei so die Hölle, wie ich das hasse. Ist die Soße lecker. Ach, die Tablette und das Trinken für Wolfram. Martina, wo bleibst denn du? Ja, Wolfram, ich komm doch schon. Schau, ich bin doch schon da. So, hier ist deine Tablette und dein Trinken, bitteschön. Das wird dir aber auch Zeit. Du wirst sehen, in 20 Minuten geht es dir schon viel besser. In einer halben Stunde gibt es Mittagessen, Wolfram. Kommst du da bitte runter? Okay, Martina. Oh, ist das kalt. Warum hast denn du den Ofen nicht eingeschürt, Martina? Weil ich bisher keine Zeit hatte, Wolfram, und außerdem so kalt ist es ja gar nicht. Martina, ich glaube, ich werde nichts essen. Ich habe überhaupt keinen Hunger. Nee, mein lieber Freund, es wird was gegessen. Ich stelle mich da hier nicht hin und koche eine halbe Stunde. Ja, okay, Martina, aber nur dir zuliebe. Aber wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Teller. Martina, ich glaube, ich habe ganz hohes Fieber. Warte. Also du fühlst dich ganz normal an, Wolfram. Wirklich, Martina? Also mir kommt's vor, als wenn ich glühen würde. Ja, wenn das so ist, Wolfram, dann solltest du vielleicht doch ins Krankenhaus gehen. Martina, wie meinst du das jetzt? Bin ich jetzt doch schwer krank? Also so wie du dich benimmst, bist du echt ganz schön schwer krank. Ich ruf lieber mal den Krankenwagen. Krankenwagen, Martina? Also so schlimm ist es dann doch nicht. Oder doch? Sarah, ich gehe schnell dem in oben holen und dann machen wir los zum Kinderarzt. Ja, Mama, dann weiß ich Bescheid. Ich guck bloß noch schnell den Trickfilm zu Ende. Ja, guten Morgen, mein kleiner Prinz. Halt, erst brauchst du noch eine neue Windel. Sarah, wir sind soweit. Kommst du bitte? Mama, krieg ich heute wieder eine Spritze? Heute nicht, Sarah. Aber Damon bekommt heute eine. Oh, der Arme. Guten Morgen. Wir haben heute einen Termin zur U-Untersuchung. Damon und Sarah Mattes. Moment bitte. Ah ja, da habe ich sie gefunden. Dann nehmen Sie doch bitte Platz, Frau Mattes. Okay, danke. Familie Hauser, bitte gehen Sie in die erste Etage. Danke. Tschüss. Mama, das waren doch Anna und Lena Hauser, oder? Das kann schon sein, Sarah. Familie Fröhlich, der Dr. Zahn wartet auf Sie. Julia, kommt ihr bitte? Mama, ich will aber nicht zum Zahnarzt. Der Dr. Zahn schaut doch nur, ob deine Zähne alle noch in Ordnung sind. Okay. So, Teddy, jetzt sind wir gleich dran. Mal schauen, wie groß und schwer du schon geworden bist. Stimme nicht ganz so laut, Frau Mattes, bitte gehen Sie in die erste Etage. Damon, nicht so schnell. Teddy, wir sind dran. Wir müssen uns ganz dolle Mühe geben, sonst komme ich nicht in die Schule. Schönen guten Tag, Frau Mattes. Ich werde Sarah und Damon messen und wiegen. Dann fangen wir doch gleich mit dir mal an, Sarah. Okay.
Teddy, du bleibst hier sitzen. Du kannst ja mit Elefanti spielen, wenn du willst. Zuerst wollen wir doch mal schauen, wie groß du schon geworden bist. Ich bin fast schon so groß wie Lena. Das ist meine große Schwester. Dann stelle dich doch bitte mal ganz normal hin. Du bist 1,12 m groß. Ist das gut? Das ist eine ganz normale Größe für dein Alter. Und jetzt schauen wir noch, wie schwer du bist. Dafür stelle ich die Waage erst einmal auf 0. Du darfst dich draufstellen, Sarah. So, da haben wir 20,8 Kilogramm. Gut, Sarah, du darfst wieder zu deiner Mama. Ich sehe gerade, Demen bekommt ja heute auch noch seine Dreifachimpfung. Den Impfpass haben Sie dabei, Frau Mattes? Ja, den hatte ich unten schon mit abgegeben. Ah, alles klar. Demen ist jetzt schon 81 cm groß und er wiegt ganz genau 11 Kilogramm. Frau Mattes, wenn Sie bitte warten möchten, die Frau Doktor kommt gleich. Okay, soll ich denn Demen schon ausziehen oder noch angezogen lassen? Nein, lassen Sie ihn bitte noch angezogen. Mhm, ist gut. Mama, jetzt haben wir Teddy vergessen. Sarah, dann messen wir und wiegen wir Teddy zu Hause, hm? Schönen guten Tag, ich bin Frau Dr. Weiß, ich bin stellvertretend für Frau Dr. Berda. Sie sind hier mit Sarah und Demen zur U-Untersuchung, sehe ich gerade. Und Demen bekommt noch die Dreifachimpfung. Ja, genau. Sarah, die Toiletten sind hier gleich um die Ecke. Okay, Mama. Das mit dem Laufen bei Demen funktioniert ja schon ganz gut, habe ich gesehen. Ja, da bin ich auch ganz froh, dass das so schnell bei ihm ging. Die haben hier einen Kinderaufsatz. Cool. Teddy, du musst leider mal ganz kurz ins Waschbecken. Nicht böse sein, okay? Aber nicht ins Waschbecken Pipi machen, Teddy. Fertig. Nur noch die Hände waschen und dann geht's wieder ab zu Mama und Demen. Ui, da habe ich aber ganz schön gespritzt. Da muss ich Mama Bescheid geben, nicht dass da noch jemand ausrutscht und hinfällt. Jetzt habe ich auch noch ganz vergessen zu spülen. Nanu? Teddy, hier ist ja gar keine Klospülung. Was mache ich denn jetzt? Dann spülen wir halt nicht. Komm, lass uns zurückgehen zu Mama. Ah, autsch! Oh, aua! Aua! Mein Fuß tut weh! Haben Sie das eben auch gehört? Ich glaube, das war auf der Toilette gewesen. Wir sollten ganz schnell mal nachschauen gehen, nicht dass irgendetwas passiert ist. Oh je, Sarah, was ist denn passiert? Ist alles in Ordnung? Mein Fuß tut ganz dolle weh. Sarah, kannst du aufstehen? Ich glaube schon. Okay, das klappt ja schon mal. Kannst du auftreten? Ich werde es mal versuchen. Aua, aua, das tut ganz dolle weh. Das sieht nicht gut aus. Bitte warten Sie hier, ich hole schnell einen Rollstuhl. Sarah, wie ist denn das passiert? Auf dem Fußboden war eine Pfütze. Und dann fiel mir ein, ich habe die Klospülung noch nicht gedrückt. Und als ich gehen wollte, bin ich ausgerutscht und dann bin ich hingefallen. Wir haben leider nur noch die Rollstühle da. Ich hoffe, er gefällt dir, Sarah. Ja, was machen Sie denn jetzt? Sarah, ich warte mit Demen unten im Wartezimmer, okay? Ja, Mama. Wir fahren jetzt erst einmal zum Röntgen, um zu schauen, ob dein Fuß gebrochen ist oder nur verstaucht. Langsam könnten Sie vom Röntgen aber mal wiederkommen. Demen hat schon richtig Hunger. Frau Mattes? Ja? Mama, mein Fuß ist gebrochen und die Frau Doktor meint, ich bekomme jetzt einen Gips. Wir behalten Sarah für eine Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus. Sie hat sich bei dem Sturz auch noch den Kopf gestoßen. Dann komme ich noch schnell mit drauf aufs Zimmer, bevor ich mit Demen wieder nach Hause fahre. Sarah, das ist dein Zimmer für eine Nacht. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Mattes. Sarah ist bei uns in den besten Händen. Ich weiß, es ist trotzdem irgendwie komisch. Schau, meine Süße, ich hab dich ganz dolle lieb und morgen früh bin ich ganz zeitig wieder da, okay? Okay, Mama, ich hab dich auch lieb. Tschüss. Wohin geht es jetzt? Wir gipsen jetzt deinen Fuß ein. Oh, schon wieder Hot Dogs. Lena, Papa kann halt mal nicht so gut kochen wie Mama. Wir sind wieder da. Hast du die Sarah jetzt doch noch in den Kindergarten geschafft? Sarah hat sich den Fuß gebrochen und dann hat sie sich noch den Kopf gestoßen und muss jetzt zur Beobachtung eine Nacht im Krankenhaus bleiben.
Und das ausgerechnet noch vor den Sommerferien. Na toll. Sarah, du bekommst jetzt noch etwas zum Abendessen und dann wird geschlafen. Okay. Lena, hast du deine Zähne schon geputzt? Ja, Mama. Okay, dann geht es jetzt ins Bett, Schatz. Kommt Sarah morgen wieder nach Hause? Ja, sie bleibt nur eine Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus. Jetzt wird aber geschlafen, mein Schatz. Gute Nacht, ich hab dich lieb. Gute Nacht, Mama. Guten Morgen, Mama. Darf ich Sarah mitholen? Guten Morgen, meine Prinzessin. Ja, natürlich, wenn du möchtest, gerne. Okay. Hallo Mama, schön, dass du da bist. Hallo Lena. Hallo Sarah. Guten Morgen, mein Sonnenschein. Und hast du gut geschlafen? Ja, Mama. Hallo Frau Mathis, mit Sarah ist alles in Ordnung. Machen Sie sich keine Sorgen. Ach, das sind ja gute Nachrichten. Wie lange muss der Gips denn dranbleiben? Circa 4 Wochen. In 14 Tagen bitte ich Sie zur Nachkontrolle nochmal herzukommen. Frau Doktor? Ja? Sie werden ganz dringend im OP erwartet. Ja, ich komme sofort. Ja, dann noch gute Besserung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Doktor. Danke nochmal. So, jetzt geht es aber ab nach Hause mit uns, hm? Oh ja, endlich. Daddy hat's gar nicht gefallen hier im Krankenhaus. Na, dann wird es aber höchste Zeit. Wollen wir noch bei Bürger Quick vorbeifahren? Oh ja! Papa, ich bin wieder da. Schau mal. Na, mein Sonnenschein, ich habe schon gehört. Und, wie fühlt sich der Gips so an? Der ist ganz schön hart, Papa. Kannst ja mal draufhauen. 4 Wochen hat sie den Gips und in 2 Wochen müssen wir zur Kontrolle. Miriam, darf ich am Wochenende beim Felix schlafen? Lena, du darfst jederzeit bei uns schlafen. Felix freut sich ganz bestimmt. Juhu! Sarah, passt das so? Ja, Papa, alles in Ordnung, danke dir. Sarah, wollt ihr euch eine DVD anschauen? Oh ja! Nee, da kommt gerade Fußball. Nix damit, DVD. Fußball, Wolfram? Deutschland ist ausgeschieden. Und außerdem wollen die Kinder sich einen Trickfilm anschauen. Ach, und wo ist eigentlich Demon? Liegt auf dem Sofa und schläft. Hier geht es jetzt weiter zu noch mehr Playmobil-Videos von der Familie Mathis. Und über den runden Button kannst du mich kostenlos abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst.